Ich stehe heute hier in El Boru, Magato, um der westlichen Welt die Schuld an dieser Krise zu geben. Der Klimakrise, die die ganze Welt betrifft. Wir sind die Opfer des Klimawandels. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res. Zu Friedrich Merz werde ich mich heute nicht äußern. Das haben schon alle getan. Damit soll es bewendet bleiben. Die Worte, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe, stammen von einer Kachel im Facebook-Auftritt der Caritas Österreich. Und verlinkt direkt auf die Spendensammelseite der Organisation in deren Internetauftritt. Gesprochen hat diese Worte der älteste Guyo Gonyoba aus El Boru, Magato. Dazu gibt es auch noch ein Video. Mich lassen solche Werke ein bisschen ratlos zurück. Erstens, weil Kenia anstelle 126 der Länder Niederschlagsmenge weltweit steht. Agrarländer mit einem großen Agrarsektor, die sie auch sehr viel exportieren, wie zum Beispiel die Ukraine, aber an 136. Stelle, Kanada 139. Stelle und Russland an 146. Stelle. Und Kenia ist ja auch ein Land, das sehr viel exportiert an Lebensmitteln und also zum Beispiel Kaffee und Süßkartoffeln oder auch Blumen. Also auf ihrem Land bauen die dann Blumen an, keine Ernährung. Und zweitens, in Kenia haben rund 17% der Bodenfläche eine so gute Qualität, dass sie landwirtschaftlich genutzt werden können. Rund 8% davon sind erstklassige Böden und ja, Kenia liegt da ganz gut im Rennen. Und jetzt wird da also dieser Älteste vor die Kamera gezerrt und macht einfach mal so die westliche Welt dafür verantwortlich, dass er in einer Gegend lebt, in der die Regenzeit offenbar keinen oder nicht genug Regen gebracht hat. Seine Gemeinschaft habe jetzt nur noch das Vieh zum Erwerb des Lebensunterhaltes. Na, immerhin wirft offenbar das Land dann doch noch so viel ab, dass man Vieh halten kann. Damit hat er auch einiges gemein mit anderen Menschen weltweit, die von der Viehzucht und von Milch und so weiter leben. Jetzt mag es also doch tatsächlich so sein, dass da nicht genug Regen herunterkam. Es kann auch sein, dass dadurch fürs Erste der Feldfrüchteanbau eingestellt werden musste. Woher aber weiß dieser Mann, dass er ein Opfer der westlichen Welt und eines vorgeblich von ihm verursachten Klimawandels geworden sei? Also ich befürchte sehr stark, dass man ihm das geflüstert hat. Und wer hat letztlich ein Interesse daran, dass er aus dem schlechten Gewissen, das die Aussage verbreiten soll, möglichst große Spenden generieren kann? Genau, die Hilfsorganisation, die dieses Video mit diesem Menschen gedreht hat. Ob da die geschilderten Umstände und Zusammenhänge stimmen oder ob das egal ist, solange die eigene Agenda bespielt werden kann, scheint vielen dieser Spendengrabber vollkommen egal zu sein. Es gibt Gegenden in Afrika, von denen weiß man, dass sie zyklisch mit Dürre zu kämpfen haben. Wer das mal erfahren hat und dann sieht, dass dennoch immer wieder Menschen in diese Gegenden ziehen und versuchen, dort irgendwie zu überleben, der mag das kaum fassen. Warum meiden die Menschen mit diesen Erfahrungen solche Gegenden nicht? Diese Dürreperioden, die gab es übrigens auch schon lange, bevor irgendjemand einen Klimawandel und die westliche Welt dafür verantwortlich gemacht hätte. Vorher nannte man das, je nach
kulturellem Hintergrund dann eben Schicksal oder Kismet oder auch offenbar Unvernunft, wenn die Betroffenen sich trotz des Wissens um diese Wetterschwankungen in den gefährdeten Gebieten angesiedelt haben, obwohl das Land oder auch der Kontinent genug Fläche für alle anböte. Äthiopien oder Somalia sind dafür so erschreckende Beispiele, wo ich mich immer frage, warum geht man da hin, wenn man doch weiß, dass alle 7 bis 12 Jahre eine Dürre auftritt? Nun hat dieser Beitrag der Caritas bei mir einen Gedanken in zweiter Rolle gebracht, den ich auch schon vorher in Bezug auf andere Phänomene der Beeinflussung und Instrumentalisierung benachteiligter Mitmenschen in und aus anderen Ländern kam. Viele NGOs spielen offenbar nicht mit offenen Karten und offenbar geht es ihnen bei ihrem Einsatz oft weniger um die Linderung von Leid, sondern um die Umsetzung eigener ideologischer Ziele. Um jetzt nur ein weiteres Beispiel zu bringen. Der Gründer und Sprecher der sogenannten zivilgesellschaftlichen Organisation Mission Lifeline, Axel Steiner, das ist so ein ehemaliger Rettungsassistent des Bayerischen Roten Kreuzes und hat dann noch Soziologie studiert, hat uns im Dezember 2002 Einblicke in seine wahren Beweggründe gegeben. Heißt es auf der Homepage dieses Vereins Mission Lifeline, der also Menschen, die mit ihren Booten versuchen, Italien zu erreichen oder Spanien zu erreichen, auf sein Schiff nimmt und sie dann da übers Meer nach Europa schippert. Oder auch dafür sorgt, dass Menschen in Afghanistan nach Deutschland geführt werden oder ins sonstige Länder, um da in Sicherheit zu kommen vor den Taliban. Allerdings legt der Herr Steyer und seine Gruppe, die legen das sehr weit aus, wer da alles berechtigt sein könnte. Also heißt es auf der Homepage des Vereins noch, Zitat, wir tun, was wir können, wir retten Menschenleben. So öffnet dann der Steyer sein Herz und lässt die Zunge bezüglich seiner wahren Motivlage überlaufen. Er antwortet einem Mitmenschen auf Twitter, also jemand, der Anfragen an seine Arbeit hat, mit Nein, es wird irgendwann keine Weißbrote mehr geben, weil ihre Nachkommen, ihre Groß, in 50 bis 100 Jahren sich, in Klammern offenbar anders als sie, Klammer zu, für eine Partnerin entscheidet, der nicht weiß ist. Die Enthomogenisierung der Gesellschaft schreitet voran. Ich unterstütze das mit meiner Arbeit. Oh gut. Das waren jetzt also zwei solche Beispiele für die Doppelbödigkeit, die zivilgesellschaftlichem Engagement innewohnen kann. Und über das zweifelhafte Wirken der Motivlagen sogenannter Natur-, Umwelt- oder auch Tierschutzorganisationen habe ich ja schon andernorts berichtet. Und dass auch Politiker nicht unbedingt zum Wohle des Volkes an die Macht streben, wird ja auch jeden Tag offensichtlicher. Also halten Sie die Augen und Ohren offen, schauen Sie sehr genau hin, prüfen Sie, ob das, was man Ihnen da vormacht, dem entspricht, was hinter den Kulissen zu erkennen ist. Schön, dass Sie auch heute dabei waren bei der politischen Meinung. Schauen Sie bitte auch in unsere anderen Angebote, lassen Sie ein Like da, teilen Sie das Video gerne, abonnieren Sie unseren Kanal und schreiben Sie uns bitte in die Kommentare, was Sie denken, was so die Motivation vieler Engagierter sein könnte und ob das so gut für die Gesellschaft ist. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Servus.